Hallihallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch ein neues Hörspiel aus dem Hause Wolfie Office mitgebracht. Und wer nicht weiß, wer oder was Wolfie Office ist, das ist ein Hörspiellabel, das mich immer wieder und von Anfang an aufs Neue überrascht hat. Angefangen haben die mit den Man in Green Comedy-Hörspielen, richtig abgefahrene, alberne Trash-Comedy. Dann kam der Bloodred Sandman, der hat mich total umgehauen. Das war übrigens auch mein erstes Hörspiel-Review hier auf diesem Kanal. Zwischendurch kamen immer wieder mal Hörspiele, wo man sagt, ja, cool, habe ich auch so erwartet, aber immer wieder wirklich gut. Und dann kamen Hörspiele wie hier 5 nach 8, das ist ein Radio-Hörspiel, das ist also ein Hörspiel im Radiostil. Das hat mich total in ihren Bann gezogen, in seinen Bann gezogen. Ist ein das Hörspiel. Also das Hörspiel hat mich komplett in den Bann gezogen. So, dann kam Arzu, ein Hörspiel, das ich unbedingt empfehlen muss, mehr als empfehlen, das sollte jeder gehört haben. Es ist ein packendes Drama, basierend auf einer wahren Geschichte. Alles Weitere könnt ihr im Anschluss an dieses Video gucken, da verlinke ich euch das nochmal. Und dann haben wir natürlich noch die Torture-Porn-Reihe, die Prüfung, in der ganz am Schluss, in der Postkreditszene der letzten Folge, auch noch ein kleiner Gastauftritt dabei ist, auf den ich jetzt aber nicht näher eingehen möchte. So, und ja, Wolfie Office hat sich halt immer wieder selbst übertroffen, selbst definiert, selbst erfunden. Und jetzt ist auch noch der Thomas Plum mit dabei, auch ein sehr guter Freund von mir. Und der hat ebenfalls einige Hörspiele bei Wolfie Office veröffentlicht und auch da produziert. Und jetzt kommt das neue Hörspiel von Wolfie Office, das aber auch nur von Wolfie Office vertrieben wird, gemacht hat, dass jemand anders, nämlich, ich habe mir das aufgeschrieben, aufgeschrieben und meine Brille nicht an. Clever, ja. Der Konstantin Wiedemann hat das Hörspiel gemacht, hat also Regie geführt. Und es sind ganz, ganz viele Sprecher von Wolfie Office dabei. Unter anderem meine sehr geschätzte Stefanie Preis, die Konstanze Buttmann, Henrike Tönnes, Werner Wilkening, Philipp Bösand, also richtig tolle Sprecher, die man aus vielen Wolfie-Produktionen kennt. Und deswegen erscheint das wohl auch bei Wolfie Office, weil da halt so viele Stammsprecher von Wolfie mit dabei sind. Das Hörspiel trägt den Titel Berlin, ich hasse dich. Ha, polarisierend, toll, ist genau mein Ding. Und bevor ich euch sage, was ich von diesem Hörspiel halte, schlage ich vor, wir hören uns zuerst mal ganz kurz den Trailer dazu an. Und dann habt ihr auch schon so einen kleinen Eindruck. Also ich warte hier so lange, also bis gleich. Berlin. Das moderne Pompeji. Drei Schwestern. Unsere Eltern waren vom Dorf nach Berlin gezogen. Die beiden hätten sich auch auseinandergelebt, wenn sie nicht nach Berlin gezogen wären. Er wollte mit dem Umzug doch einfach nur neues Leben. Und dann diese Scheiße, Mann. Das wäre so oder so passiert. Eine überforderte Mutter. Ich hab die Schnauze voll von diesen Belgern. Ein gleichgültiger Vater. Deine Mutter und ich haben drei Kinder in die Welt gesetzt und damit unsere Schuldigkeit getan. Mit dem Rest müsst ihr alleine zurechtkommen. Gewalt. Du weißt, dass du völlig zu mir drin bist, oder? Und dass du nicht mal Schmerzen spüren würdest? Ich glaube, mir hat jemand wehgetan und ich muss darüber reden. Berlin ist böse, ja? Berlin verletzt und tötet Körper und Seelen der Menschen. Hohe Ziele und Enttäuschung. Wie meinst du das, du willst umziehen? Die Menschen in der Großstadt sind offener und toleranter. Guck mal, was ich gefunden habe. Wo denn das? Ist doch egal. Bock auf einen kleinen Ketamin-Mix? Hab ich Bock? Natürlich, leg mal was. Mhm. Das Porträt einer Stadt. Geschichten aus dem Leben. Ich hasse dich, Berlin. Ja, so, das war er. Ja, und? Da, man merkt schon, ne, sind einige Stimmen dabei, wo man sagt, hey, habe ich schon mal gehört. Ja, also es sind viele tolle Sprecher dabei, aber kommen wir erstmal dazu. So, ich lese euch jetzt erstmal vor, um was es in dem Hörspiel geht. Und dann habt ihr nämlich einen weiteren Überblick, um was es geht, weil in dem Trailer war ja nicht so wirklich rauszuhören, um was es geht. Also, im heutigen Berlin bekommen die aus einem kleinen Dorf stammenden Schwestern Bella, Vanessa und Saskia zu spüren, was es bedeutet, in einer Großstadt zu leben. Doch es ist nicht nur irgendeine Großstadt, es ist die Hauptstadt von Deutschland.
Schnell verlieren sie sich hoffnungslos in Berlin. Von den Eltern abgelehnt und ihrer Umwelt hintergangen, geraten sie in einen Sumpf von Drogen, Gewalt und Missachtung. Auch Saskias Freundin Line denkt über einen Umzug in die Hauptstadt Berlin nach und welche Rolle spielt Bellas zufällige Bekanntschaft Valentina? Berlin, ich hasse dich. Ein Episodenstück von der Kälte und Grausamkeit dieser Stadt. Oh, liest sich gut. So, warum habe ich jetzt keine CD hier in der Hand, sondern nur mein Tablet? Weil dieses Hörspiel ausschließlich digital vertrieben wird. Und zwar ab nächstem Freitag, also nicht jetzt diesen Freitag, sondern nächsten Freitag, dem 25. März 2022. Ich habe das Hörspiel aber schon vor Wochen bekommen und durfte es schon hören. Und bin, gelinde gesagt, nicht begeistert. Ja, ihr habt richtig gehört, das ist jetzt also das erste Hörspiel, das ich hier auf diesem Kanal nicht empfehlen kann. Also nicht nur, dass ich sage, ja, ist nicht so toll, ist nicht so gut gelungen, sondern ich muss wirklich sagen, das ist leider gar nichts. Also es hat mir überhaupt gar nicht getaugt. Also wirklich von vorne bis hinten. Also man hat ja bei Filmen, bei Hörspielen, bei Büchern, ja, also bei Büchern nicht so, aber wenn die Story einen packt, wenn die Story wirklich gut ist, dann kann die Inszenierung auch so lala sein. Ja, wenn man sagt, boah, hier, das packt mich, ich will wissen, wie geht das weiter. Ja, der Schauspieler ist ein bisschen hölzern, aber ja, ne, ich will wissen, wie das ausgeht. Dann guckt man sich das an. Ist es gut? Andersrum auch, ja, wenn die Story irgendwie ein verbrannter Mumpitz ist, aber die Schauspieler bringen das gut rüber, dann kann man auch sagen, ja, gut, schaltest das Gehirn aus und guckst Transformers. Oder andere, gibt es ja ganz, ganz viele Filme, die so sind. Aber dieses Hörspiel hier hat leider weder das eine noch das andere. Also ich hatte hier so ich hatte hier komplett den Eindruck, man versucht zu polarisieren, man versucht ihn mit der Brechstange reinzuschlagen. Mensch, guck mal, wie schlimm hier alles ist. Guck mal, wie furchtbar das ist. Ja, hier wird vergewaltigt, hier werden Drogen genommen, hier gibt es Misshandlungen psychischer und physischer Natur. Also das ist alles wirklich da. Man fühlt sich beim Hören nicht gut. Auch das kann ja durchaus reizvoll sein, wenn man sagt, boah, das ist jetzt aber, ich sag nur Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Das ist ja auch sowas, wo man sich beim Gucken oder Lesen oder auch Hören, gibt es ja auch als Hörbuch, wenn man sich da hinsetzt und sagt, ah, nee, da willst du eigentlich, aber das ist übrigens ein schönes Beispiel. Es spielt ja auch in Berlin und ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass man hier so ein bisschen auf die Schiene Christiane F. aufspringen will und ich hatte auch ein bisschen den Eindruck, dass man hier versucht, so ein bisschen, ja, man will polarisieren, man will wehtun, man will den Zuhörer schockieren, aber nee. Dafür habe ich das alles schon mal irgendwo gehört, alles habe ich schon mal irgendwo nicht selbst erlebt, aber als Zuschauer mitbekommen. Also irgendwie die einzelnen Episoden, das ist ein Episodenhörspiel, wobei es ist schon eine zusammenhängende Geschichte irgendwie, aber einzelne Kapitelchen, die dann zusammenlaufen, langweilig und einfach nur, man hasst aber auch alle Figuren, man hasst wirklich jede einzelne Figur in diesem Hörspiel, so dass man wirklich sagt, boah, oder wenn man sie schon nicht hasst, dann ist sie einem egal. Und das ist ganz schlimm, wenn man ein Hörspiel hat, ein Drama hat, das versucht irgendwie den Zuschauer in den Sog zu ziehen, wenn man die Leute nicht mag oder sich da nicht reindenken kann, dann taugt das nichts. So. Ja, das wäre dann halt die Handlung, die nicht so toll ist. Und jetzt kommen wir zur Inszenierung. Die ist leider auch nicht gut. Nicht mal nicht so toll, sondern wirklich schlecht. Wir haben also die Sprecher. Es sind ja, wie gesagt, tolle Sprecher dabei. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Sprecher nicht so wirklich bei der Sache sind. Also die treffen teilweise die Betonungen überhaupt nicht. Teilweise sind die total drüber, dass man denkt, Mensch, was willst du mir da jetzt eigentlich vermitteln? Und teilweise sind die auch wirklich total hölzern, emotionslos. Also es ist eine Mischung aus total daneben und total drüber, also total drunter, total drüber, aber keiner trifft wirklich den Ton. Da bin ich von Wulfi anderes gewohnt und auch von diesen Sprechern bin ich ganz anderes gewohnt. So, dann
dann die Abmischung, die ist auch nicht gut. Also da hat man einmal, man hört jemanden sprechen und gleichzeitig denkt da noch jemand. Man kriegt das aber gar nicht auseinander. Wer denkt, wer spricht? Also irgendwie, da haben die da so einen Hall drüber gelegt. Also es klingt auch furchtbar. Also dieses Hörspiel, ich muss das leider sagen, ist eine totale Gurke. Und zwar auf der kompletten Linie. Also die Inszenierung ist schlecht. Die Sprecher, obwohl sie es besser können, ich weiß, dass ihr das besser könnt. Ich habe euch schon 100.000 Mal gehört, dass ihr es besser könnt. Aber hier ist irgendwie, tut mir leid. Ja, wirklich, tut mir leid. Und die Abmischung ist schlecht. Und die Story leider zugewollt. Also hier merkt man wirklich, wir wollen polarisieren, wir wollen wehtun. Und ihr habt jetzt gefälligst, Alter, bitte. Nee, tut mir leid. Also dieses Hörspiel... Ich weiß nicht, was es kostet, wenn es in den Handel kommt. Ich habe nicht geguckt. Aber hier kann man wirklich sagen, geschenkt ist noch zu teuer. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber dieses Hörspiel, aus meiner Sicht, totale Zeitverschwendung. Ich habe auch lange gebraucht, es anzuhören, muss ich sagen. Ich habe es lange hier liegen gehabt, hab ich ja eben gesagt. Aber ich habe da immer so ein Stück, und ich sage, hörst du nochmal? Und dann habe ich mich nochmal hingesetzt. Es war eine Qual. Es war für mich eine Qual, mich da durch zu beißen, und zwar aus eben genannten Gründen. Also nicht nur, dass ich sage, die Geschichte geht an die Substanz. Muss man zugeben, ja, tut sie teilweise. Ja, also teilweise hatte ich wirklich, dass ich sage, das willst du jetzt aber. Aber trotzdem, ne. So. Also dann lieber nochmal, ja, Asu, 100 Mal noch Asu hören. Und man, jedes Mal ist man aufs Neue schockiert. Hier hat Wolfie Office bewiesen, wie man ein dramatisches, packendes Thriller-Hörspiel macht. Oder hier, die Prüfung hatte auch ihre Schwächen, habe ich auch drüber berichtet. Aber immer noch viel, viel, viel besser als Berlin, ich hasse dich. Und sogar die Medienhuren im Vampirhotel, auch von Wolfie. Was heißt sogar? Das war geil, das war ein geiles Hörspiel. Ist natürlich was ganz anderes. Also, Wolfie auf jeden Fall. Aber dieses Hörspiel, was habt ihr euch dabei gedacht? So, muss man wirklich sagen. Also, nix. Aber eins habe ich daraus gelernt. Also, nach Berlin fahre ich nicht. So, und falls die Stadt Berlin jetzt zuschaut, ja, hier, hört euch das an. Dann wisst ihr, ne? Ja, warum keiner mehr kommt. Wo kommen ja immer noch genug. Ist auch gut so. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Also, wenn es euch ein bisschen gefallen hat, ein bisschen besser als mir, dieses Hörspiel, dann lasst mir gerne einen Daumen da und natürlich auch ein Abo und einen Kommentar und so weiter und so fort. Und nehmt es mir nicht übel, aber das musst du jetzt einfach mal raus. Ich habe auch mit dem Kim Jens Witzenleiter gesprochen. Ich habe gesagt, hör mal, ich kann da ein Review zu machen, aber es wird nur verrissen. Dann hat er gesagt, ja, wenn es so ist, dann ist es so. Dann machst du es und ja, so ist es. Also, ja, tut mir leid, aber das war nix. Ich will meine Zeit zurück. In diesem Sinn, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in Kürze wieder und bis dahin, bleibt gesund, bleibt geil und macht's gut. Euer Michael Speyer. Achso, ja, und hier sind die Videos, von denen ich eben gesprochen habe.